Ja, hallo, herzlich willkommen und moin moin, liebe Zuschauer. Let's play Minecraft, nächste Runde, Folge 87 wird das heute. Wir versuchen jetzt hier gerade eine Monsterfarm zu bauen. Wie man sieht, wir haben schon sehr viel geschafft. Oh. Skelett. Wir werden hier auch gerade, da es Gewitter ist und dadurch ziemlich dunkel und hier Monster spawnen, werden wir hier natürlich auch die ganze Zeit irgendwie belästigt. Ne? Doch wir sind sogar noch zu nah dran. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sollen also wir doch hier einfach einen hohen Turm bauen? Und dann haben wir natürlich so ein bisschen Schatten über unserem Dorf, aber auch gleichzeitig Regenschutz. Warum das doch nicht hier? Warum ist ein Dorf? Das ist auch blöd. Ne, wir machen das hier. Komm. Wir bauen jetzt erstmal zumindest schon mal. Getötet werden. So, und da ich den Turm nachher nicht so hässlich haben möchte, möchte ich jetzt gerne gleich und schon mal ein paar Treppen. Boah, ist schon wieder Nacht, ne? Wir legen uns jetzt erstmal schlafen. So, gute Nacht, würde ich sagen. Schlafe gut. Dann haben wir es zumindest wieder hell und können in Ruhe ungestört hoffentlich arbeiten. Erstmal müssen wir es futtern, denn wir wollen natürlich jetzt schön unsere Monsterfarm bauen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben hier eigentlich fast kein Holz, wenn ich mich recht entsinne. Weil ich jetzt gerade überlege, welche Farbe Treppenstufen wir dann herstellen. Wir müssen also doch nochmal drüben zur anderen Hütte rennen. Oder wir müssen uns einfach ein bisschen Holz farmen. Schneller geht es aber, wenn wir drüben zum Haus laufen. Ich möchte aber eigentlich gerne helle Treppen haben. Eine Spinne hier noch im Dorf mitten in der Nacht. Oh, ist das schön jetzt hier, ne? Hell, ruhig, kein Regen mehr, kein Donner, kein Gewitter. Was haben wir denn hier noch? Übermäßig. Eichenholz, Fichtenholz. Ich glaube, wir sollten mal das Eichenholz nehmen, oder? Davon haben wir eine Menge. Das Fichtenholzblätter können erstmal weg. Das ist Eichenholz. Das ist auch Eichenholz. Und die zwei, die brauchen wir gerade nicht mehr. Das andere brauchen wir alles gleich zum Bauen. Ja, komm, wir machen jetzt erstmal einen Schwung Treppen. Denn das wird bestimmt kein kleines Bauprojekt, das kann man schon mal sagen. Das wird uns ein bisschen zeitlich beanspruchen jetzt. Ja, okay, ein paar normale Klötze vielleicht auch. Wir können ja erstmal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben alles eingesammelt, glaube ich. Treppenstufen passt. Tür zu und ab dafür. Jo, ab zum Bauplatz. Ist ein bisschen weiter, aber jetzt haben wir es gleich. Und ich dachte, dass wir solche Lampen vielleicht noch in der Stadt verteilen. Oder ich mir mal angucke, weiß es jemand von euch, Glowstone, ob ich diese Glowstone-Lampen machen kann? Sonst muss ich mir das auch mal genau durchlesen.
So, und hier wollen wir jetzt nämlich Treppen hoch haben. Hier müsste dann eigentlich so einer hinkommen oder so ein Wassereimer brauchen wir gerade nicht. Das geht doch recht einfach eigentlich. Okay, so natürlich nicht. Hätten wir vielleicht gerade nicht sagen sollen. Das war auch nicht. Aber hier kommt auch noch kein Eckdings hin. Nee, hier muss noch eine hin. So, genau. Ja, da sind wir runtergefallen. Da müssen wir natürlich aufpassen in Zukunft, wenn wir weiter oben sind. Man kann natürlich das Fallen absolut mal wehtun, es sei denn, wir haben einen Federfall, aber ich glaube, das haben wir gar nicht. Okay. Ich glaube, viel höher. Wir wollen ja eher noch ein bisschen in die Tiefe buddeln. Wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen höher den Turm. Zack, zack, zack. Dem. Naja, müssen wir mal gucken. Das machen wir alles noch ein bisschen anders. So, machen wir mal. Fünf. Eigentlich hätte ich die Reihe schon ganz gut durchgängig machen können, ne? Mit so einem kleinen Unterschied drin haben. Jede fünfte Reihe sozusagen machen wir das so. Da sind wir ein bisschen penibel. Ich zumindest. So, die nächsten schicken Blöcke haben wir hier. Ja, das ist Andesit, ne? Wir haben Andesit genommen. Wir haben gar nicht die schicken. Oh nee. Das war ja Malheur, ne? Wie war das mit der Penibeligkeit hier? Wir hätten es auch so lassen können. Aber ich hatte eigentlich diese Steine im Kopf. Nicht diesen Andesit-Stein. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Tut mir leid. Entschuldige mich. Für die Bauverzögerung, für den kleinen Fehler, aber der muss natürlich ausgemerzt werden. Wie kommen wir denn da hin? So. Den hier noch komplett. Und den. Ja, das war richtig honky-mäßig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das vorher schon gesehen hat. Oh nein, er baut mit Andesit, er wollte doch mit Schönstein bauen. Kann passieren. So. Vier, genau, das ist die fünfte Reihe. Das passt. Drei, vier, fünf. Da sind wir schon mal 10 hoch. Genau, den wieder. Und
die Lücken dämmdicht machen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir die Treppe ein bisschen weiter bauen. Da können wir nämlich jetzt. Okay, ich glaube, ich habe wieder automatische Lenkmanöver gerade. Ich habe auch die Sichtweite ein bisschen weit wieder eingestellt. Warte mal, ich muss mal kurz mal in die Grafikeinstellung. Dann machen wir mal 16. Das hat uns hier nicht so häufig passiert mit dem Runterfallen. Tut nämlich weh auf Dauer. Ja, müssen wir das tatsächlich wieder wegnehmen. Jetzt kriegen wir unsere Treppe nicht weiter. Naja, das war falsch. Tut mir leid. Eigentlich so einer hin. Und da kommt dann wieder so einer rauf. Und dann kommt da einer hin. So, genau. Hier kommt wieder einer hoch. Machen wir jetzt hier noch weiter. Machen wir 15 hoch. 15 hoch ist ja auch für uns noch nicht sterbbar, oder? Alter Schwede, das kann doch nicht sein, immer dieser Mist mit dem automatischen Laufen heute schon wieder. Wir hatten das die ganze Zeit doch nicht. Und jetzt mit dem neuen Rechner gibt es das Problem wieder? Das ist doch merkwürdig. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Okay, das war auch falsch hier. Mann. Man hat natürlich einen schönen Blick von hier oben, ne? Jetzt, wenn die Sonne gleich untergeht. Sonst müssen wir immer wieder runterfallen. Ist ja blöd. Da, wo die Treppe ist, gut, da machen wir nichts. Da machen wir erst die Treppe gleich weiter. So, das wird auf jeden Fall später unser Fallschacht für die Zombies. Da sollen sie nämlich reinfallen. Vielleicht sollten wir uns aber lieber erstmal schlafen legen und dann am nächsten Tag weitermachen, wenn es wieder hell ist, bevor uns jetzt hier ein Skelett oder irgendwas runterschießt. Da muss ja erstmal hier wieder einer rauf. Dann so. Dann so. So, genau, passt doch. Vielleicht sollten wir noch ein Geländer rummachen, dann kann uns auch nichts mehr passieren hier. Das ist natürlich blöd, ne? Eigentlich soll die Zombie-Falle nachher in alle Richtungen laufen. Kannst natürlich auch so bauen, dass es dann nur von der Richtung auskommt. Kostet uns aber sonst ein bisschen. Ansonsten müssen wir da irgendwie ein Loch durchmachen, wo wir dann durchgehen können. Da müssten wir auf jeden Fall einen weiter. Müssen wir mal nachher gucken, wie wir das genau machen. Dann hätten wir eigentlich hier wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer gehen müssen. Oder jetzt müssen wir den Turm doch mal ein bisschen höher bauen.
Wenn wir uns nicht verzählt haben, ist unser Turm jetzt schon mal hier 15 hoch. So, damit wir dann nachher selber noch durchkommen, machen wir jetzt noch zwei oben drauf. Hier vielleicht schon mal so ein Rundherumlauf. Noch ein paar Jetzt rennt der da auf einmal los. Alter. Falsche Taste gedrückt. Ich leg mich schlafen. Schnell ins Bett. Passt auch ganz gut. Soll es für die heutige Folge sein. Wir können nicht schlafen, da ist ein Monster in der Nähe. Naja, machen wir also in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich über eine Bewertung, Kommentar und ein Like und was auch immer freuen. Und natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid, wenn wir weiterbauen an unserem schönen Monsterfall. Also denn, bis dann. Tschüss.